Ich begrüße ganz herzlich zu unserer heutigen Kunstpause. Mein Name ist Eva Fischer-Hausdorf. Ich bin Kuratorin für die moderne und zeitgenössische Kunst hier an der Kunsthalle Bremen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe. Wolfgang Heinke ist heute hier für diese Kunstpause. Wolfgang Heinke als Künstler, aber auch Freund im weiteren Sinne von Norbert Schwonkowski, spricht heute mit mir über ein Werk, das er gemeinsam geschaffen hat mit Horst Müller. Man sieht es hier auch schon hinter uns stehen. Dieses Werk ist 2015 von den beiden geschaffen worden. Und Wolfgang, du hast uns auch einige Arbeitsmaterialien und Utensilien mitgebracht, über die wir dann gleich noch sprechen werden. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, dass wir 15 Minuten so zusammen verbringen, dass das Publikum an dem Bildschirm auch was davon hat. Vielen Dank. Ja, wir sitzen jetzt hier vor diesem wunderbaren Werk, das du gemeinsam mit Horst Müller geschaffen hast. Der Titel lautet Frische Farbe für Norbert. Das Werk ist 2015 entstanden und damit etwa 2 Jahre nach dem Tod von Norbert Schwonkowski. Wie ist es zur Entstehung dieses Werks gekommen? Ja, es hat was mit der Einladung von Sabine Albers, der Frau des Künstlers, zu tun, die nach einer Eröffnung in der Städtischen Galerie sagt, es war ein schöner warmer Spätsommertag oder Herbst, ich weiß es nicht mehr. Komm, wir gehen jetzt mal rüber in die Hirschenstraßen, da sind noch ein paar gute Flaschen Rotwein. Das haben wir dann gemacht und dann kam im Grunde wie so eine Epiphanie beim Betreten des leeren Ateliers. Die Kunst war verschwunden, im Hintergrund sah man einen Stapel Kartons und Verpackungsmaterial, auf der linken Seite ein schmales Regal mit den Pigmenten, wie wir sie hier auch am Boden, ich habe ein paar davon mitgebracht, sehen. Das Regal hatte übrigens Alfons Schwonkowski für den Bruder gebaut. Und linke Hand am Fenster stand dieser von Norbert Schwonkowski selbst angemalte taubenblauer Küchentisch, an dem er gesessen hat, gedacht hat, geschrieben hat oder auch getrunken hat. Und das war eher so normal, außer dass die Wände leer waren. Aber dann gab es einen komischen Moment des Zögerns beim Betreten vom Garten her. Direkt vor uns auf dem Fußboden hat er eine Art Stolperfalle aufgebaut. Für mich wirkte das so. Vorsicht, betrete nicht das Atelier unaufmerksam. Und auf dem Boden sah man die mit seinen Pigmenten gefüllten, angerührten Pigmentenfarben, die so, wie heißt das so? Kunststoffschalen, ja. Kunststoff oder Essensschalen, ja, oder so. Mhm. Und mich erinnert das, wenn man das Foto jetzt unten anguckt, so als wenn da eine große Party war und die Reste des Dinners sind dann noch am nächsten Morgen drin und werden dann entsorgt. Und diese Faszination, die letzte Palette, also nicht die Palette, die wir kennen, die der Künstler in der Hand hat und woraus Farben aufgedrückt werden und gemischt werden, diese Palette, von Norbert selbst angerührt, lag auf dem Boden und nahm einen großflächigen Teil des Ateliers ein. Und dann kam das, ich weiß nicht, das ist so, das kennst du vielleicht auch, so eine Art Gedankentelegrafie. Mein Atelier liegt 300 Meter weiter und beim Nachhausegehen, das kann doch nicht alles verschwinden, wir retten das irgendwie. Und dann entwickelte sich die Idee dieses Tischobjektes. Und Tische spielen ja in der Kunstgeschichte oder auch sonst in allen Medien eine große Rolle. Mhm. Wenn wir bei Da Vinci anfangen, bis hin zu Daniel Spörries Erfindung des Fallenbildes in den 60er Jahren oder auch die Verwendung von so einer Tischsituation in Stanley Kubricks Shining. Mhm. Also das ging mir so durch den Kopf. Die ursprüngliche Auffindsituation im Atelier, die ist ja tatsächlich dokumentiert. Wodurch? Ja, Lisa Simon hat fotografiert und die Situation in dem verlassenen Atelier videotechnisch bis zum Abriss mit dem Loch im Boden, bevor der Neubau kam, festgehalten. Es ist ein glücklicher Zufall, denn es war ein sehr auratischer Ort. Dieses Atelier war umgeben von einer hohen Mauer. Mhm. Norbert hatte einen wunderbaren Garten angelegt, in dem man sich wie in Paradise Lost vorkam. Und dahinter war eben sein Atelier und oben war seine Wohnung. Mhm. Das ist dem Zufall geschuldet. Mhm. Und Horst Müller hat mal gesagt, war sofort damit einverstanden, dass wir reagieren und da was mitmachen. Und was habt ihr dann, wie habt ihr genau das gemacht? Also ja, es gibt ja auch Fotos, die das zeigen.
Ja, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben die Position der Farbschalen auf dem Boden markiert. Horst hat die Schale hochgenommen und darauf eine schwarze Kreide auf dem Atelierboden gezeichnet, sodass wir im Grunde so eine Topografie der Position der Farbschalen hatten. Mhm. Und die haben wir dann, diese Position haben wir dann auf diesen Tisch, auf seinen Ateliertisch übertragen und die Schalen so fixiert. Es war nicht die Idee, dass wir jetzt selbst damit inszenatorisch umgehen, sondern wir wollten möglichst authentisch, anmaßend, aber authentisch, die letzte Palette von Norbert zeigen. Und dieser Gedanke der letzten Palette, das ist ja etwas, über den man tatsächlich auch länger nachdenken kann. Auf dem Tisch sieht man ja nicht nur diese Farbschalen, sondern man sieht eben auch Worte skizziert von Norbert Schwankowski auf seinem Tisch. Das sind Worte, die er auch auf anderen Unterlagen, also in seinem Skizzenbuch, aber auch in einem Ausdruck, den du auch mitgebracht hast, aufgeschrieben hat. Man kann davon ausgehen, dass das eben eine Vorbereitung ist für das Werk Unser kosmisches Leben, das er 2013, also im Jahr seines Todes, gemalt hat. Ja, es ist das jüngste Bild in der Ausstellung und das ist eine reine Vermutung oder Guesswork, was wir jetzt betreiben. Mhm. Aber wenn wir uns die Farbigkeit in diesem Bild, das nicht auf dem Boden liegend gemacht wurde und mit einer Gummirakel die Gründe vorproduziert wurden, dieses Bild ist gemalt worden auf einer Staffelei stehen, im klassischen Sinne, oder an der Wand hängen. Mhm. Es ist mit sehr leuchtenden Farben gearbeitet, sehr lasierend, fast wie ein bisschen wie eine Gouache. Und er bindet diese kosmischen Begriffe als Leuchtreklamen in diese City-Situation ein. Es ist ein bisschen wie ein Red Light District. Man findet Kinos, man findet Bars, man findet Leuchtreklamen, die gar nichts aussagen. Mhm. Also die Idee der kosmischen Begriffe oder Beschreibung oder Umschreibung auf die Erde zu holen und in so einer städtischen Situation wieder als Leuchtreklame auftauchen zu lassen, wunderbarer Gedanke. Und wenn, das ist jetzt nicht mein Job, aber es wäre vielleicht dein Job oder derjenige, der eine Masterarbeit schreiben will darüber, mal zu untersuchen, welche Farbschalen hier stehen, dann kann man die fast eins zu eins in dem letztgemalten, behaupte jetzt mal, als einem der letzten Bilder wiederfinden. Dieses Bild haben Sie oder hast du wunderbar gehängt, wenn man die Achse von hereinkommt in die Ausstellung, dann läuft man aufs Bild zu und ist gefangen. Und plötzlich kommen ganz andere Farbigkeiten im Rest der Ausstellung. Also das ist mir gestern Abend klar geworden, als ich diese Fotokopie und die Fotos von Frau Simon wiedergefunden habe, dass das eigentlich die letzte Palette war. Ja. Und die zu retten und auszurichten mit so einem Titel, Frische Farbe von Norbert, das ist ein bisschen ironisch, weil die Farben bei ihm ja durch schnurriges Mischen von Farben häufig auf der Leinwand zumindest altern. Aber es war schon mal, wie du schon gesagt hast, dass Bilder verschiedene Altersstadien durchlaufen und sich verändern. Das wissen wir alle, Restauratoren sowieso. Diesen Flash, diese Epiphanie, Erleuchtung über die letzte Palette, die habe ich bis jetzt überhaupt nicht gesehen. Und sehe jetzt die Arbeit nach ein paar Jahren hier wieder und bin selbst irgendwie geflasht. Und dass die gerade diese Stichworte hier auf diesem Tisch skizziert sind mit einem Omega-Zeichen zusammen, ist irgendwie eigentlich wie so ein Vermächtnis. Ja. Es gibt noch einen Kunstzeilenverweis. Hier steht, Frau Putschow anrufen wegen Transport. Frau Putschow war jahrelang die Registrarin in der Kunstzeile. Ja. Falls Sie jetzt zugucken, also Sie sind hier in dieser Arbeit von Norbert Schwankowski zitiert oder verewigt. Ja. Es gibt auch eine Telefonnummer, aber nee, die ist hier nicht dabei. Wenn wir jetzt sozusagen, wir haben jetzt hier Begriffe genannt, Zufall, es gibt sozusagen diese klare Dokumentation der Farbschalen-Situation. Das Ganze ist ja auch versehen mit einem Zitat von Marcel Duchamp. Wenn man jetzt diese Arbeit sich genauer anschaut von dir und Horst Müller zusammen und dann auch gerade hier in dem Zusammenhang mit den Gemälden von Norbert Schwankowski, euer Kunstbegriff ist sicherlich auf den ersten Blick sehr weit auseinanderliegend, aber da gibt es ja Verwandtschaften.
Wie würdest du die beschreiben? Ja, eine Verwandtschaft ist die, dass wir mit hohem Respekt vor den Künstlern vor uns stehen. Also ich bewundere all die großen Namen, wo wir immer anfangen, in der Höhle von Lascaux bis zu vorgestern oder so. Das sieht man auch bei Norbert, da ist eine Gemeinsamkeit. Er hatte eine tolle Bibliothek, war sehr belesen, war ein Booklover, dedicated follower of Texten. Und seine Titel sind ja häufig von so einer hohen poetischen Qualität, die würden mir nie einfallen. Da gibt es so eine Verbindung, dass Lesen und Reisen eigentlich eine Basis für das eigene Erkenntnisinteresse sein kann, nicht sein muss, und dass man übers Sehen, Nachdenken, dann zum Machen kommt. Und diese Dreischrittigkeit, die gibt es bei mir auch. Man speichert also Gedanken, setzt sich damit auseinander, ob das jetzt riechen, sehen, hören oder schmecken, ist es mir egal. Also es ist so olfaktorisch auch gedacht. Und da macht man was daraus. Eins seiner Geheimnisse war, dass er Marcel Duchamp sehr geschätzt hat. Es gibt ein wunderbares Bild, das ich gerne hätte, wo er nämlich die Schokoladenreibe aus dem großen Glas umfunktioniert zu einem Schlagzeug. Also der Bachelor reibt nicht nur seine Schokolade selbst, sondern er macht auch die Musik auf dieser inszenierten Schlagzeugsituation. Also über meinen Kunstbegriff zu sprechen, den sieht man hier eigentlich. Der ist ja, ich habe viel mit Nobodies und berühmten Künstlern zusammen kollaborativ gearbeitet, also die für mich in den 60er Jahren große Heroes waren. Und es gab ein Treffen, ich hatte Norbert Schonkowski und eine Künstlerfreundin mal eingeladen nach Hause und es gab ein Abendessen und der Gast in dem Haus war Richard Hamilton. Und da sind wir wieder bei Tischsituationen und der Idee, dass Tische ja, was so trinken, essen, quatschen, gute Zeit haben, eine sehr zentrale Rolle spielen, insbesondere auch heute. Und da merkte ich, ich sah das an den Reaktionen von Norbert, oh, der Hamilton. Und Hamilton verhielt sich ganz normal, wenn der Rotwein gut ist und wenn die Zigarre schmeckt. Und dann möchte ich noch zu sprechen kommen auf dieses wichtige Zitat von Marcel Duchamp, das hier auf der Vitrine zu sehen ist. Das war dann sozusagen diese Idee, wie man mit Fundstücken umgeht und wie man sie ausrichtet. Es stammt aus diesem Buch, das ist die topografische Translation von den Notizen zum großen Glas, realisiert von Richard Hamilton, The Bright Strip There by Richards, das ist die grüne Schachtel, und Given an Object in Chocolate, zu diesem Oberbegriff, das ist übrigens das Tolle, die Skizzenbücher von Norbert finden hier eigentlich eine Entsprechung in den Duchamps Notizen, der überall, wo er stand, auf allem, was er hatte, ganz schnell, blitzschnell im Moment der Erkenntnis, was notiert hat und Jahre später das umgebaut hat im großen Glas oder in seiner Schachtel, im Koffer oder sonst was. Und er macht zu dem Begriff Apparition and Appearance eine wichtige Fußnote. Und die findet sich jetzt als Ausrichtung wieder hier. Und da haben wir plötzlich eine Verbindung zu meinem bildnerischen Machen und dem von Norbert Schonkowski. Da ist das ganz simple, analoge Anrühren von Farbpigmenten in Schalen und da ist die konzeptuelle Ausrichtung über einen Text von Duchamp, der so eine Ausrichtung über dieses Objekt hinausgeben kann, wenn man sich darauf einlässt. Das ist im Siebdruck vergrößert aus diesem kleinen Buch aus und da auf Glas gedruckt. Und die Quotation heißt so, Note. You have a wooden table and you paint it. By Norbert Taubenblau. That has nothing to do with the color of the wood, which comes from inside out. Inside out, wenn man unter den Tisch kriegt, sieht man die Holzfarbe des Tisches, aber für den Betrachter eben nicht. That comes from inside out. And that is the difference between appearance, also äußerliche Erscheinung, and apparition, also das Wesen, was eigentlich in so einem Kunstobjekt in einem Ding steht, was wir aufladen mit Erinnerung, mit Deutungsversuchen. Und das ist genau so wie bei Norberts Arbeiten. Wir sehen die Wäsche in Palermo und das ist ja aber nicht alles. Was steckt eigentlich als Bildgedanke dahinter? Und das sind wir wieder bei Duchamp, der immer gesagt hat, ein Kunstwerk entsteht eigentlich nur durch das Objekt in der Wand und
zwischen dem, was dem Betrachter und dem Werk passiert. Ist bei dir anders als bei mir. Wir haben es ja bei diesen Farbschalen, die ihr dort im Atelier aufgefunden habt, letztendlich mit Objet Trouvé zu tun. Ne? Exactly. In diesem Gedanken gibt es ja ein sehr ungewöhnliches Werk von Norbert Schwankowski, das du mitgebracht hast und das wir dann hier auch sehen. Man sieht dort die Mona Lisa von Da Vinci auf den ersten Blick, aber was steht genau noch dahinter? Was hat Schwankowski hier mit diesem Objekt gemacht? Ja, man muss vielleicht erweiternd ausführen, dass Norbert Schwankowski nicht unbedingt nur gemalt hat. Er hat in den späten 60er Jahren mit unterschiedlichsten Materialien experimentiert, auch zum Beispiel mit Super 8. Es gibt einen ungehobenen Schatz von Reisefilmen, darüber könnte Horst Müller jetzt sehr detailliert berichten. Und zum Beispiel einen zusammengeschnittenen Film, der wird immer als Indienfilm genannt. Und in diesem Kontext, sagen wir mal, des Aufbruchs der 60er Jahre, wo viele Ismen parallel existierten, Fluxus, sagen wir mal Pop Art und Concept oder Happening, da waren, waren wir ja alle unterwegs. Und diese Arbeit hier ist eine Tragetasche, produziert in Brasilien, und Norbert hat dieses Objekt als Ready-Made auf eine Leinwand gespannt und für sich als Objet Trouvé, also es war mal Ready-Made als neue Plastiktasche, millionenfach gedruckt, aber er nimmt hier sozusagen die verkratzte, kaputte Tüte, spannt sie auf eine Leinwand, ohne vorher nicht zu vergessen, eine Unterleinwand zu spannen mit einem Bronze-Metallic-Ton, das ist dieses Pigment, was wir da unten sehen. Und da gibt es zwei, drei kleine Löcher, wo dieses Bronze-Metallic durchschauen. Und man weiß jetzt nicht, ist das von ihm bewusst gemacht oder ist da zufällig die Tüte zerkratzt. Die ganze Arbeit ist völlig, wie soll ich das sagen, zerstört durch die Funktion des Tragens. Sie hat Risse, sie hat gerade gelesen. Und man muss genau hingucken, man sieht oben noch die Bügel der Tragetasche, man muss genau hingucken, dass es nicht die Original-Mona Lisa ist, sondern dass es die Kopie eines Künstlers ist, der mit Pastellkreiden oder mit Buntstiften diese Arbeit gemacht hat, wenn man das untersuchen würde. Man lässt sich täuschen. Und diese Idee der Täuschung ist auch ein bildnisches Prinzip bei Norbert Schwankowski. Das ist so gemeint. Aber in Wirklichkeit, wenn man jetzt bei Summer of the Colors guckt an der Wand, sind das Farben, die direkt auf die Atelierwand gemalt sind, aber als Bild auftauchen. Man sieht nämlich unten den Boden des Ateliers. Ja. Ne? Ja. Also da sind so spielerische Ansätze drin, die man, wenn man den entsprechenden Rezeptionskoeffizienten hat, durchaus entschlüsseln kann, aber nicht entschlüsseln muss. Abgesehen von dieser Arbeit, die du 2015 mit Horst Müller zusammen geschaffen hast, gab es ja auch ein Happening, 24 Stunden für Norbert. Magst du noch mal kurz erklären, was damals passiert ist, was ihr da gemacht habt? Also bei dem Besuch in dem leeren Atelier wurde später dann deutlich, dass Norbert eine umfassende Bibliothek hatte. Und zwar genau, so haben wir das gezählt, 1279 Bücher. Und Horst Müller und mir kam dann die Idee, ob wir nicht auch diese Bücher retten, in Anführungszeichen. Denn oben in seinem Schlafraum hing ein tolles Bild, das hängt auch hier, Berge mich. Das war wie so eine Art Aufforderung, das ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, emotional überhöht. Aber wir haben dann ein kleines Video gemacht mit Frau Simon zusammen, wie wir diese Bücher einpacken. Und Horst Müller hat dann in meinem Atelier, was noch ganz jungfräulich war, diese 1279 Bücher wie einen großen Teppich, so einen großen Tisch hätten wir nicht gehabt, wie einen großen Teppich auf dem Atelierboden ausgelegt haben. Ähnlich so wie die Farbschalen gab es plötzlich einen riesen Teppich mit diesen Büchern. Ich schätze so ungefähr 7 bis 8 Meter lang und 4 Meter breit. Und dann hieß diese Aktion Stratosphäre und Atmosphäre und das Leben auf Grund. Das war die Einladungskarte dazu. Das ist ein Buchcover von Norbert, My Life, eine Kugelschreiberzeichnung auf dem Buch von Ingeborg Bachmann, Hans-Werner Hinze, Briefe einer Freundschaft, wunderbar zufällig gewählt, Kugelschreiber auf Buchcover. So, und das haben wir dann aufwendig gedruckt, Tiefdruck, Offset, und jede Postkarte ist ein Unikat, weil wir sie, um Norbert irgendwie zu ehren,
dann mit Silberspray gesprüht haben und gebürstet haben mit der Schuhbürste, so wie er mit einer Rakel gearbeitet hat, haben wir also Originalpostkarten gemacht. Und dann konnten die Leute für 24 Stunden kommen und als eine Art Giveaway sich 3 Bücher auswählen. Mhm. Das ist auch passiert, darüber gibt es einen wunderbaren dokumentierenden Film. Und das Missing Link in dieser Ausstellung ist eigentlich diese große digitale Map, wo Lisa Simon sämtliche Titel aus der Bibliothek zusammengefasst hat als große Liste. Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, Wolfgang, für diese anregende Kunstpause. Und schließen möchtest du mit einem Zitat von Marcel Duchamp, das du uns jetzt vorlesen wirst. Ja, das ist kein Zitat, sondern es ist eine Spezifikation des Begriffes Ready-Made. Die letzte Eintragung in den Notizen zum großen Glas, hier die englische Version von typografisch überarbeitet von Hamilton, lautet so: Establish a society in which the individual has to pay for the air he breathes, air meters and rarefied air. In case of non-payment, simply cut off the air.